Hallo, meine Damen und Herren. Erweitern wir heute das Grundmodell der Break-Even-Analyse, die Sie jetzt ja inzwischen gut kennengelernt haben. Zunächst führen wir den Begriff der sprungfixen Kosten ein. In der Praxis ist es ja durchaus denkbar, dass bis zu einer bestimmten Produktionsmenge eine Maschine oder eine Halle ausreicht, bei Überschreitung dieser Produktionsmenge allerdings eine zweite Maschine oder eine zweite Halle benötigt wird. Das bedeutet, wenn diese kritische Menge, die zur Investition in eine neue Anlage führt, überschritten wird, springen die Fixkosten schlagartig in die Höhe. Dann ist von sprungfixen Kosten die Rede. Die Auswirkung auf die Erreichung des Break-Even-Punktes sehen Sie in der vorliegenden Grafik. Die Break-Even-Menge rutscht durch die sprungfixen Kosten natürlich nach rechts. Weiterhin kann in der Praxis die Situation von nicht konstanten variablen Kosten entstehen. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Lieferant für Rohstoffe Ihnen ab einer bestimmten Abnahmemenge die Rohstoffe vergünstigt zur Verfügung stellt. Dies führt dann zu einem Abflachen der variablen Kostenkurve ab dieser erwähnten Menge. Dieser Effekt rückt die Break-Even-Menge nach links. Komplexer als bisher wird die Break-Even-Analyse im Mehrproduktfall. Der Break-Even-Punkt eines Mehrproduktunternehmens ist erreicht, wenn die Summe der Erlöse der verschiedenen Produkte insgesamt die Gesamtkosten des Unternehmens deckt. Ebenso kann man sagen, der Break-Even-Punkt ist erreicht, wenn die Summe der Einzeldeckungsbeiträge der verschiedenen Produkte gerade ausreichen, die Fixkosten des Gesamtunternehmens zu decken. Das Problem ist nun allerdings, dass im Mehrproduktfall die Break-Even-Analyse nicht mehr eindeutig in ihrer Aussage ist. Hintergrund dieser Mehrdeutigkeit ist die Tatsache, dass schon dann, wenn die Absatzpreise gegeben sind und auch die verschiedenen variablen Kosten wie bisher jeweils konstant sind, es eine unendliche Anzahl von Kombinationen der Absatzmengen gibt. Stellen Sie sich beispielhaft vor, Sie wollen eine Studentenparty veranstalten und planen, eine bestimmte Menge Bier zu verkaufen und eine bestimmte Menge Wein zu verkaufen. Die Frage würde lauten, ab welcher Verkaufsmenge Bier bzw. Wein haben Sie den Break-Even-Punkt zur Deckung Ihrer sonstigen Kosten wie Miete für Verkaufsstand, Zapfanlage, Einweggläser und so weiter erreicht? Diese Frage ist nicht eindeutig zu beantworten, da Sie nicht wissen, ob zunächst nur Bier und nach dem Ausverkauf des Biers dann der Wein verkauft wird oder umgekehrt. Oder was am wahrscheinlichsten ist, Bier und Wein wird in einem Ihnen unbekannten Verhältnis gleichzeitig verkauft. Da wir annehmen, der Deckungsbeitrag bei einem Liter Bier ist ein anderer als bei einem Liter Wein, hat natürlich die Reihenfolge des Abverkaufs einen wesentlichen Einfluss darauf, bei welcher Absatzmenge der Break-Even-Punkt erreicht ist. Geht man die gegebene Problemstellung systematisch an, so wird einem schnell einleuchten, dass es zwei Extremsituationen gibt. Erstens, Sie verkaufen zunächst das Produkt mit dem niedrigeren Deckungsbeitrag und dann das Produkt mit dem höheren Deckungsbeitrag. Was bedeutet, Sie erreichen den Break-Even-Punkt sehr spät. Zweite Möglichkeit, wenn Sie hingegen zunächst das Produkt mit höherem Deckungsbeitrag vollständig verkaufen und anschließend das Produkt mit dem niedrigen Deckungsbeitrag, so erreichen Sie den Break-Even-Punkt zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Es ergibt sich also ein Lösungsraum, der durch die günstigste und die ungünstigste Aneinanderreihung der Produktabverkäufe ausgehend vom produktspezifischen Deckungsbeitrag entsteht. Ich möchte Ihnen das beispielhaft an einem Fall erklären, in dem wir die hier genannten sechs Produkte A bis F betrachten. Die Verkaufspreise pro Stück liegen in Euro zwischen 13 Euro für das Produkt D als günstigsten Produkt und 25 Euro pro Stück für das Produkt E als teuerstes. Die variablen Kosten pro Stück liegen zwischen 9,50 Euro für das Produkt D und 19,20 Euro für das Produkt F. Die prognostizierten Absatzmengen in 1000 Stück liegen zwischen 20.000 für Produkt A und 400.000 für Produkt F. Somit ergeben sich aus der Multiplikation der Verkaufspreise
und der prognostizierten Absatzmengen die hier angegebenen Umsatzgrößen zwischen 340.000 Euro und 8,4 Millionen pro Produkt. Der Stückdeckungsbeitrag schwankt zwischen 1 Euro für das Produkt C und 6,30 Euro für das Produkt E. Daraus ergibt sich der prognostizierte Gesamtdeckungsbeitrag pro Produkt aus der Multiplikation der Stückdeckungsbeiträge und der prognostizierten Absatzmenge zwischen 40.000 für das Produkt A und 720.000 Euro für das Produkt F. Die Deckungsbeitragsquote, auch Deckungsgrad genannt, wie Sie wissen, in Prozent vom Umsatz, schwankt bei den hier angegebenen sechs Produkten zwischen 6,67% bei Produkt C und 26,92% bei dem Produkt D. Für das Erreichen des Break-Even-Punktes ist es nun von wesentlicher Bedeutung, ob zunächst die deckungsbeitragsstarken Produkte verkauft werden und dann die deckungsbeitragsschwachen oder ob es in umgekehrter Reihenfolge passieren wird. Der gesamte Umsatz liegt bei 13,155 Millionen Euro, der gesamte Deckungsbeitrag bei rund 1,46 Millionen Euro und die durchschnittliche Deckungsbeitragsquote, also der durchschnittliche Deckungsgrad, liegt bei 11,1%. Nehmen wir weiter an, die Fixkosten liegen bei 1.150.000 Euro. Würde man nun zur Berechnung des Break-Even-Punktes die durchschnittliche Deckungsbeitragsquote, also den durchschnittlichen Deckungsgrad von 11,1% heranziehen, so ergibt sich ein Deckungsumsatz, also ein Umsatz zur Deckung aller Fixkosten von 10,358 Millionen Euro. Allerdings ist zu beachten, das ist sehr wichtig, dass dies nur dann gilt, wenn bis zum Deckungsumsatz der Absatz der Produkte A bis F im Verhältnis ihrer prognostizierten Gesamtmengen stattfindet. Denn nur dann wird konstant ein durchschnittlicher Deckungsgrad von 11,1% erreicht. In der Praxis kann allerdings in der Regel nicht davon ausgegangen werden, dass die Produkte so gleichmäßig verkauft werden. Wie vorhin schon gesagt, wird der theoretisch denkbare Lösungsraum durch eine optimistische und eine pessimistische Kurve begrenzt. Also einen optimistischen Absatzverlauf und einen pessimistischen Absatzverlauf. Beim optimistischen Absatzverlauf werden zunächst die Produkte mit höherem Stückdeckungsbeitrag in der prognostizierten Menge abgesetzt und dann die Produkte mit einem niedrigeren Stückdeckungsbeitrag. Dies führt zu einem frühen Erreichen des Break-Even-Punktes. Beim pessimistischen Absatzverlauf ist dies umgekehrt. Es werden zunächst Produkte mit niedrigerem Stückdeckungsbeitrag in der prognostizierten Menge abgesetzt und dann die Produkte mit höherem Stückdeckungsbeitrag. Dies führt in der Folge zu einem späteren Erreichen des Break-Even-Punktes. Die entsprechende grafische Darstellung sehen Sie hier. Der rote Absatzverlauf stellt die optimistische Entwicklung der Deckungsbeitragskurve dar. Der dunkelblaue Absatzverlauf, die pessimistische. Der grüne mittlere Pfad, den theoretischen Verlauf bei gleichmäßigem Absatz aller Produkte entsprechend ihrer prognostizierten Verkaufsmengen. Die Fixkosten werden hier als hellblaue Linie dargestellt. Klar zu erkennen ist nun, dass bei optimistischem Absatzverlauf, also beim Verkauf zunächst der deckungsbeitragsstarken Produkte D, E, H, der Break-Even-Umsatz knapp über 9 Millionen Euro liegt. Bei pessimistischem Absatzverlauf werden also zunächst die Produkte C, F und B verkauft werden und D als allerletztes Produkt verkauft wird, werden schon fast 12 Millionen Euro Umsatz benötigt, um die Fixkosten zu decken. Diese Betrachtung nennt man Horizontalanalyse. Wir sehen, dass wir irgendwo zwischen 9.199.000 Euro und 11.994.000 Euro unseren Break-Even erreichen werden, je nachdem, ob wir uns im günstigsten Fall auf der roten Linie, im ungünstigsten Fall auf der dunkelblauen Linie oder dazwischen in der Realität irgendwo bewegen. Nimmt man sich nun irgendeinen bestimmten Umsatz heraus, in meinem Beispiel 11 Millionen Euro, so ergibt sich die Frage, wo wird denn das Betriebsergebnis bei diesem Umsatz liegen? Auch auf diese Frage gibt es im Mehrproduktfall keine eindeutige Antwort. Vielmehr liegt das Betriebsergebnis, je nachdem, in welcher Zusammensetzung die Produkte bisher verkauft wurden,
durch Zuhilfenahme der Vertikalanalyse irgendwo zwischen 932.000 Euro erzielten Deckungsbeitrag, der von den Fixkosten abgezogen werden muss, und 1,304 Millionen Euro Deckungsbeitrag, der natürlich ebenfalls von den Fixkosten abzuziehen ist. Das heißt, je nachdem, wie mein Absatzmix bis zur Erreichung von 11 Millionen Euro Umsatz aussieht, hat das Unternehmen Gewinn zu verzeichnen oder es weist nur einen Verlust aus. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zu unserem nächsten Screencast. Thank you.